Es ist unglaublich, aber wahr. An den zahlreichen Orten, an denen Maria, die Mutter des Erlösers, sich durch die Jahrhunderte offenbart hat, sogar ganz in unserer Nähe, spüren wir, wenn wir nicht ausweichen, ihre Anwesenheit und Aufmerksamkeit. Dies kann sogar durch ihre Bilder oder Statuen geschehen. Wir bemerken plötzlich, sie schaut mich an. Es geht um mich. Ich stehe vor einer offenen Tür meiner tiefsten Sehnsucht nach innerer Schönheit. Ich spüre eine unbeschreibliche Weite, die in die Ewigkeit hineinreicht. Ein Strom von Liebe und Leben durchdringt mich, hoffnungsvoll und Gewissheit schenkend. Das innere Erleben dieser Wirklichkeit gibt unserem Leben tiefen Wert und Sinn. Wer diese Begegnung noch nicht hatte, sollte sie suchen. Einzige Vorleistung, mich öffnen. Nach einer Zeit des Verweilens im Blick auf die lebende Maria haben unsere Sorgen an Bedeutung verloren. Wir fühlen uns ein Stück wie neu geboren und erinnern uns, dass Jesus im Evangelium von der Notwendigkeit, neu geboren zu werden, sprach, um das Reich Gottes zu sehen. Johannes Evangelium, 3. Kapitel. Gott hat für uns Maria erwählt und uns alles durch sie geschenkt. Siehe ins Lukas-Evangelium, ins 1. Vers 26 bis 56. Das Geschenk des Heils empfangen wir bei ihr, den lebendigen Jesus. Vor allem, indem sie uns ihn in den Sakramenten erleben hilft und sein Wort in uns Frucht bringen zu lassen, es zu bedenken und zu bewahren und uns so mit Gott zu verbinden, zu verbünden. Die Kunst christlichen Lebens besteht gerade darin, sich der Wahrheit zu stellen und sich beschenken zu lassen. Marias Hilfe anzunehmen. Der wahre Ort der Gnade, an dem alles geschieht, ist in uns. Dein Reich komme, hat seinen Anfang genommen. Die Begegnung mit Maria setzt eine seelische Heilung in Gang, die jeder braucht. Viele bezeugen auch leibliche Heilungen. Vor allem jedoch sind es Selbstwert und Identität zu finden, mit dem Wunsch, ganz dazuzugehören, zu dieser wunderbaren Frau. Frau, dieser Titel der Heiligen Schrift drückt ihre Größe aus. Und Mutter. Und zu ihrer unvergänglichen Familie zu gehören. Zugehörigkeit ist ein existenzielles Grundbedürfnis jedes Menschen. Nicht nur kleine Kinder brauchen diese Zugehörigkeit, sondern jeder von uns,
Denn die Seele, die wir sind, bleibt ein Kind, das ohne Familie ein Waisenkind ist. Hat nicht jeder von uns schon die Erfahrung gemacht, sich an falsche Leute und Ideen gehängt zu haben, die ihn in die Irre geführt haben? Die Menschen kränkeln unter ihren Glücksverkündern und Göttern von Geld und Wissenschaft, und jeder spürt hinter dem Mainstream etwas Gespenstiges, eine höhere böse Intelligenz. Man weiß sich nicht zu wehren und den Schrei der Seele zu trösten. Genauso traut man sich immer weniger, eine andere und vor allem eigene Meinung zu vertreten. Maria hat es in Marienfried ihren Kindern vorhergesagt. Der Teufel wird nach außen solche Macht bekommen, dass alle, die nicht fest in mir gegründet sind, sich täuschen lassen. Sie ist die Besiegerin jeder bösen Macht, wie Gott es uns schon angekündigt hat im Brief Genesis im 3. Kapitel. Und viele von uns sind Zeugen dieses Geschehens im eigenen Leben, Teilhaber des Sieges über Sünde, Tod und Teufel. Im Lichtschein der Frau der Offenbarung sehen wir, dass über allem Weltgeschehen nicht ein trauriges Schicksal und ein Triumph des Bösen stehen, genauso dass die Mächtigen der Erde letztendlich nur Figuren eines viel größeren Spiels sind. Der Mittelpunkt und das Ziel der Geschichte und ihr eigentlicher Herr bleibt Christus, der mit seinem Zeugnis für die Wahrheit in den Tod gegangen ist. Seine Königsherrschaft ruht unerschütterlich auf der Macht der Wahrheit und Liebe. Jeden von uns hat er zu einem König, Priester und Propheten in der Taufe gesalbt. Als seine Bevollmächtigten sind wir mitverantwortlich, sind wir gesandt und sollen den Gang der Weltgeschichte beeinflussen. Sein ist die Zeit, meine Lieben. Begreifen wir endlich, dass wir Christen sind und nicht wir etwas von der Welt zu erwarten haben, sondern die Welt von uns. Mit Maria können wir Jesus folgen und diese unsere Sendung leben. Schauen wir immer wieder auf zu ihr, dann schaut sie zu uns. Sie schaut uns an. Jesus hat sein Testament am Kreuz uns allen geschenkt, seine Mutter, um seinen Weg zu gehen. Johannes, sein Lieblingsjünger, stand für uns alle als Zeichen für uns unter dem Kreuz. Und Jesus sprach zu Maria: Siehe, dein Sohn. Und zum Sohn: Siehe, deine Mutter. Schauen wir sie an. In der Betrachtung ihres Herzens entdecken wir das Paradies, unsere tiefste Sehnsucht,
nach Erfüllung, nach Unendlichkeit, nach Heil. Wir entdecken unsere Berufung. Bei ihr empfangen wir fortlaufend Gnade über Gnade. Immer und überall können wir uns an sie wenden. Sie ist Antwort und Hilfe Gottes. Er sendet sie zu uns, Zeichen der Erlösung. Wie in der Offenbarung, 12. Kapitel, uns angekündigt. Sie ist die große Gnadenvermittlerin. Sie ist die Arche des neuen Bundes, Schatzkammer der heiligsten Dreifaltigkeit, Sitz der Weisheit, Zuflucht der Sünder, Heil der Kranken, Freude Gottes. Marienverehrung ist Gottesverehrung. Sie ist die Königin des Himmels, die Königin der Liebe und des Friedens. Sie ist die Mutter des Triumphes und Sieges, Besiegerin jeder bösen Macht, Schlangenzertreterin. Sie führt uns in ein neues Leben. Werde ihr Helfer. Du vergegenwärtig sie im Gebet für andere, im gläubigen, vertrauensvollen, von Liebe durchdrängten Gebet. Maria ist deine Mutter, die dich nie verlässt. Und das Anvertraute hütet. Lerne sie immer besser kennen und du wirst sie immer mehr schätzen. In der Stille deines Herzens, im Gebet deines Herzens, im inneren und auch im äußeren Blick auf sie. Lerne von ihr das Leben zu leben, das Leben ohne Ende, das Leben in Fülle, und empfange fortlaufend von ihr. Bitte sie um das, was du brauchst, was du selber nicht kannst. Die Begegnungen und Berührungen mit ihr verändern alles. Sie hebt dich heraus und hat immer einen Ausweg. Auch wenn das Paradies nicht auf dieser Erde ist. Aber es beginnt. Das Paradies, das Reich Gottes für dich schon in dieser Welt. Mit ihr wirst du die Vollkommenheit und das ewige Glück erlangen. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Bis ein anderes Mal. Ciao.